Also ich kann euch kurz zeigen, wie ich da dran gehe. Also ich springe da wirklich nicht sofort rein. Mach nicht sofort irgendeine komplexe Form. Machen die auf der Wiese auch nicht, aber ich muss das dann auch mal sagen, dass das Geduld, Patience. Geduld habt ihr euch im Deutschen auch so eine komische. Ja, weil ohne aushalten, also nicht dieses geduldig aushalten, sondern einfach spielerische Geduld könnte man das nennen. Ja, spielerische Geduld. Interessierte, spielerische Geduld. Ja, das, sowas. Das ist eine andere Färbung als dieses aushalten. Nee. Muss nichts aushalten. Aushalten ist meistens dumm. Also gehen. Ne? Also wir sind immer noch beim Kniestreifen. Aber normalerweise erinnert euch an das letzte Video, was jetzt im Moment noch gar nicht draußen ist. Aber auf Twitch ist quasi alles vorhanden. Die Gehmeditation ist wirklich, ich weiß nicht, soll ich das alles durchquatschen jetzt? Eigentlich nicht. Also wirklich dieses, ich bin mir bewusst, dass ich in meinem Standbein angekommen bin. Gleichmäßig verteilt die Last. So entspannt, wie es geht. Die Sache mit dem Aufteilen des Eigengewichts auf Muskeln, Sehnen und auf das Stützgerüst. Also dass das mehr so ein elastisches Etwas ist, nicht eingerastet, immer aus dieser Raste raus. Aber diese Bewusstheit ist wichtig. Und dann, ich bin mir bewusst, dass mein freies Bein, im Moment rechtes Bein, der Fuß leicht angehoben ist, dass mein Hacken frei ist, meine vorderen Ballen und meine kleinen Zehenballen sind ein wenig belastet. Ich mache das nicht komplett durch. Ich bin mir bewusst, dass ich mein freies Bein, meinen freien Fuß leicht über die Erde erhebe. Ich bin mir bewusst, dass ich meinen freien Fuß ohne Gewicht nach vorne bewege. Ich bin mir bewusst, dass ich meine Sohle des Fußes auflege, wirklich auflegen ohne Gewicht. Ich bin mir bewusst, dass ich mein Gewicht nach vorne verlagere. Ich bin mir bewusst, dass ich angenehm in meinem vorderen Standbein angekommen bin. Ich bin mir bewusst, dass ich meinen hinteren Fuß leicht am Hacken anhebe und so weiter. Also man hat nicht so einen internen Dialog, Monolog, das nicht, aber am Anfang ist es gut, wirklich so feinteilig bei sich zu sein. Anders kann ich das nicht beschreiben. Das wird, wie gesagt, im Laufe der Zeit besser. Also die Wahrnehmung davon. Ja, schon das Sprechen darüber ist ganz was anderes als dieses interne Gefühl. Und dass dieses interne Gesamtkörpergefühl brauchen wir dafür, damit wir unser Gehen machen können. Erzähle ich nicht jetzt, das mit diesem Wechselschritt nach vorne, Gewicht nach hinten, in der Hüfte öffnen, vorne ankommen. Also das mache ich eine Zeit lang eigentlich, um wirklich festzustellen, bin ich die ganze Zeit locker. Das ist ja weniger los, weil ich die Arme nicht dazu benutzen muss. Nur dass ich weiß, diese Beinchoreografie ist okay. Oder ist da irgendwo eine Verspannung? Ne? Manchmal irgendwie was in den Gelenken. Manchmal merkt man auch, dass im oberen Körper irgendwas ist, schon bei dem Gehen. Man kann dann Schultern lösen, frei atmen, wieder noch zum Horizont gucken. Ne, aber am Anfang guckt man dann nach unten, ob das alles stimmt. Jetzt drehe ich mal. Ich weiß nicht, ich kann wirklich nichts sehen. Keine Ahnung, ob ich noch auf dem Bild bin. Ich glaube schon.
Und dann nehme ich langsam die Hände dazu, aber auch erstmal nur mit dem Qi tragen. Ne? Nicht zu kompliziert. Ich kürze das jetzt nur ab. Also ich selber brauche auch ein bisschen länger dazu. Ne? Um Körper und Geist hierbei zu verbinden. Und ja, also für mich reicht das so gerade, ist gerade okay. Und dann lasse ich das Qi-Ball drehen zum Beispiel weg. Ne, weil das ist dann bereits so eine komplexere Form, das brauche ich nicht unbedingt. Dann kann man, also das ist quasi die kurze Vorbereitung zwischen 3 und 10 Minuten. Man kann das auch länger machen. Ne? Also wenn man da Spaß jetzt dran hat, man Qi tragen zum Beispiel, warum nicht? Bleibt da dabei, ist okay. Ne? Das ist wichtiger, dass man sich da drin wohlfühlt und dieses innere Lächeln entwickelt. Ne? Also achtet darauf, dass ihr diese subtile Freude pflegt, die trägt. Ja, das ist gut, wirklich gut. Wenn ich da aber quasi sage, das ist okay, dann fange ich schon mit dem Kniestreifen in unserem jetzigen Abschnitt an. Ja, weil wir sind jetzt dabei, dann machen wir einen Loop, eine Schleife mit dem. Können ja heute ein bisschen länger machen, nicht schon um halb aufhören. Das reicht, glaube ich. Es ist ja eben alles, was ich bis jetzt gesagt habe, haben wir schon in anderen YouTube-Videos vorher. Nur wenn ihr das mitmacht, das ist ein bisschen zu kurz gewesen jetzt. Ja. Also werdet da so schnell wie möglich, schon wieder Druck, nein. Werdet im Laufe der Zeit zu euren eigenen Lehrern. Es ist euer Körper, euer Geist, euer Körper. Ihr müsst euren Körper und euren Geist selber wahrnehmen. Ne. Das kann euch niemand abnehmen. So viel zu all diesen Yoga und Qigong und hast du nicht gesehen Kursen. Das Wichtigste ist, dass ihr diese Körperwahrnehmung lernt. Das ist das Allerwichtigste. Ja, immer wieder zurückkommen. Und dazu braucht es meiner Ansicht nach Meditation, und zwar Sitzmeditation. Zazen bis Vipassana. Selbsterkenntnis. Kommen wir nicht drum rum. Und so viel bringt die Werbung anscheinend auch nicht. Aber ist ja egal. So wie es ist, ist es. Ich richte mich danach, was ich für sinnvoll halte. Und was ich sehe, was bei den Leuten dann zu positiven Ergebnissen führt. Nicht, was mir viel Attraktion bringt. Das ist nicht. Ich muss mich darauf wirklich fokussieren, eher den Inhalt in die richtige Richtung zu leiten, als ihn zu niederschwellig zu bringen. Nein. Ich mache das schon so, dass es begreifbar ist und so, aber nicht jetzt so viel Abstriche an dem zu machen, wo es hingeht, das ist Unsinn. Wie zum Beispiel Meditation gehört dazu. Meditation heute wird gestreamt, die ich übrigens ziemlich toll finde. Also nicht weil ich besser werde, das auch, aber weil mir das Spaß macht, mit anderen zusammen rumzusitzen. Wirklich, finde ich toll. Und das Ganze wie immer geschnitten irgendwann und editiert, geschnitten, veröffentlicht und so weiter auf YouTube. Habt einen schönen Sonnabend. Den meinte ich jetzt nicht. Entwickelt euer inneres Lächeln. Wirklich. Ist erstens eine Belohnung. Erstens eure eigene Belohnung im Fortschritt und eine tolle Grundhaltung. Wirklich. Okay.